Komm, Fabroni, mach die Show. Ich hab doch schon mehrmals die Show gemacht. Soll ich jetzt anfangen? Wir machen jetzt Fabroni TV. Fabroni TV. Muss ich jetzt hier spontan in die Kamera labern, wie immer? Ja, also. Versuch's mal. Machen wir Broni TV. Komm. Fabroni TV. Oder Fabroni TV. Muss dich präsentieren jetzt erstmal. Okay, Phillies and Gentle Colts. Mein Name ist Fabroni. Ha, Philly-Mitglied. Verdammt das nicht. Fabronis.de. Und Philly Fanclub Ehrenmitglied. Willkommen bei der ersten Folge von Bronies.de TV. Heute sind wir hier, irgendwo im Nirgendwo in Österreich, beim ersten Bronies-Treffen namens Summer Meetup in Österreich. So, Special Guest ist Hagi. Hagi, eine Frage. Warum bist du hier? Warum ich hier bin? Weil es das erste größere Meetup in Österreich ist. Bist du aus Deutschland? Nein. Und das war Bronies.de TV. Was ist hier los? Haben Sie eine Filmlizenz? Ich möchte Sie nun sehen. Ich habe eine Firmenlizenz, ja. Live bei Bronies.de TV. Oh, was ist denn hier los? Und du filmst mich jetzt schon seit 2 Stunden. Hast anscheinend besseres Motiv, sonst würdest du nicht den Admin die ganze Zeit filmen. Und das ist natürlich auch die richtige Entscheidung. Zusammen mit meinem besten Buddy. Meine Damen und Herren, hier haben wir Freiburg-Kid. Er ist ein Rarity, aber er ist auch eine Schildkröte. Und heute ist er zu Gast beim Summer Meetup in Österreich. Willkommen bei Bronies TV. Jetzt geht es weiter. Das ist die neue Google Glass. Mit 218 und der Waschmaschine. Yay! Und dem Forum geht's doch gut. Wir haben heute eine Spezial-Sonderausgabe von der Galaton 2013. Jetzt sind wir hier in Stuttgart und auf einer sogenannten Doni-Party. Speziellen User-Interview, der jetzt Gast ist. Willkommen bei Fabroni TV. Heute sind wir im wunderbaren Ludwigsburg und Bronies.de User. Genau. Hallo. Genau. Du bist schon seit genau wie vielen Jahren bei Bronies.de? Wir sehen uns wieder, keine Ahnung wann. Jetzt gute Nacht. Hier sehen Sie diese Creme in Aktion. Jetzt geht es erstmal weiter zur Party und dann schauen wir mal. Nur ein paar Euro. Ach, habe ich gehört. Ja, das ist auch ein Schnäppchen eigentlich. Wenn man bedenkt, Mann, Aufbau. Und ich interviewe jetzt wieder irgendwelche Leute. Und schaut. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, der ist dies. Ja, also viel Spaß noch und Fabroni on. Ja, hi Raffa, was machst du hier? Wer bist denn du? MK13. Du bist MK13. Ah, jetzt weiß ich auch endlich mal. Und du hast es ja hier geschafft, in das WU Rente zu kommen. Ja, von hier hört man an. Bei mir ist Rico und Sai. Nein! Und da sehen wir uns das nächste Mal ebenfalls auf dem Lunafest. Das war Fabroni TV für diese Woche. Fabroni Orgel.
Das war Brownies TV. Willkommen bei Brownies TV. Heute sind wir in Saarbrücken. Das ist ein Saarland, falls ihr das... Hier. Der hat nämlich heute eine neue Brille und wir fragen mal, wie ihm die Brille überhaupt gefällt. Willkommen bei einer weiteren Folge von Schabroni TV. Wie Relight. Und kommt der heute auch? Ja, hier in Berlin. Jawohl. Hast du das? Shut up, wir haben ein Interview hier. Unmöglich. So, ich stecke auf meine Zwölf-Clowns an. Und nun geht es weiter. Wie gesagt, ich übernehme diesen Job. Ja. Um diese ganzen Veranstaltungen eine gewisse Internationalität zu verleihen. Mhm. Wunderbar. Und es freut uns alle, diesen Airbus, wo man nicht fahren kann. Man muss also bei Mini rein. Ne? Mini oder Maxi darf die Entscheidung natürlich nicht mehr. So, mal schauen, was es noch gibt. Ich schmeiß einfach ein bisschen was aus dem Zelt raus. Das ist der Sai. Und der Sai, der ist heute auch... Ja, ich kenne sie doch, das ist Ronaldo. Badweiser, das ist der Bier aus Tschechien. Jawohl. Ich war jetzt vor dem Tresen bei Blackies Bar und das ist was ganz Besonderes, denn hier ist unser Bar. Weltzung steht hinter dir. Das sieht nicht gut aus. Man kennt keine Freunde wie Salat. Hart, ne? Und deswegen machen wir damit jetzt was ganz anderes, ne? Und zwar, das ist super fürs Knopfloch. Auf dem Turnier gespielt habe ich gehört, zusammen mit den Herausforderer was. Wow, da ist jetzt ziemlich was dran. Also da hast du das Geld investiert, ist sich gelohnt. Ja. Eine Legende im deutschen Bronitum. Und heute, der das alles organisiert hat, ne? Stimmt gar nicht. Dann müssen wir den Burschen überall. Sag dann doch nicht. Ach, das ist er ja gar nicht. Wollte schon gerade sagen, ich bin nicht kantig bei, ich kann mich ausweisen. Bist eben unser Lexis-Opfer. Nein. Du bist mein Held. Ja, wohnen unsere Lexis. Und du bist der Schube. Aber wir beschweren uns. Fangen die V-Maßnahmen an. Wie erzählt für das Brownie-Dorf. Hier wird schon ordentlich gebuddelt. Während Sund mich filmt, interview ich jetzt auch. Möchtest du uns deine Tricks etwas vorstellen? Ich verrate keine Tricks. Denn ein Meister. Naja, das ist verständlich. Ich rate meine Tricks. War eines der besten Treffen dieses Monats. Ja. Noch eine allerletzte Frage an unseren besten Ted. Viele Erzählungen, noch viele andere Leute. Was trinkt man hier? Wie lange wir hier trinken? Spitfire! Haben wir auch! Das neue Pilz mit dem Land. Und Leiber haben wir Dann war knapp. Ich habe die ersten zwei Buchstaben gelesen, dachte ich mir. Ja, ich habe eine Niete gezogen. Wir haben hier auch viele internationale Gäste auch auf dem. Das ist der Kalipai, der Vorstand des Bonus Berlin e.V. Jo. Und. Naja, jetzt komm. Ja, so einfach geht das nicht mehr. Hallo, hier ist wieder euer Fabroni. Und jetzt geht es weiter mit. Schmeckt ihr den Karten auf? Ja. Ich kaufe bei Zon. Zur Magdeburger Blackie-Bar-Party zu kommen. Ja, ich hatte eigentlich mal ein bisschen geschäftlich. Ja. Schauen wir mal, was die anderen Leute machen. Hoffentlich ist es lustig. Hier. Schauen Sie sich das mal an. Das ist ein Spiel. Haribo Kids, ich habe gesehen, sie haben eine Pfanne und deswegen, ja, sie sehen, hier ist immer was los. Jawohl, jetzt geht's weiter mit Favoriten TV. Hey,
Sind Sie denn heute genauso hippelig drauf und aufgeregt, so wie damals in Österreich? Meine Damen und Herren, Sie sahen Haribo Kids. Danke. Das sind die besten Muffins, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Zu Gast bei Verbunden TV als Special Guest habe ich gehört. Sie hat auch ein Horn. Ja, na Sie und? Sie wollte etwas mitteilen. Oh, ich kann ja, die besten Muffins, die gibt es nur hier. Hier werden Spiele gespielt, hier werden Videos gedreht, also im Grunde ist alles möglich. Maikäfer, Unikäfer. Das ist ja unfassbar. Ja, das ist auch hier die Vogelscheu hier, die ich nicht zeigen darf. Ja gut, also ich meine... Wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr wieder. Ist das besser als Gierteil? Ja. Ja, es ist gerade und sie fragt einfach nach Blindback-Pony. Der verlangt echt nicht viel, der muss das Zeug ja loswerden. So, aber jetzt suchen wir nach einem ganz besonderen Pony und zwar WWO und unter anderem auch jemanden aus Belgien. Another illegal Einwanderer. Das ist doch der Flutter-Guy. Flutter-Guy, war denn deine Fahrt von Belgien nach hierhin? 8 Stunden waren es, glaube ich, ne? Ungefähr, ja. Ja, also aber 2 Sachen werde ich noch ein bisschen Spaß haben. Und damit bis zum nächsten Mal. Wofür ist jetzt nochmal der Bohrer? Der was? Der Bohrer. Der Bohrer? Ja. Welcher Bohrer? Aber 6 Wochen. Scheiße. Ich werde gerade angegriffen, aber sie gefällt mir also. Und sag mal, was macht denn so ein Pferd auf einer Brownie? Bezeichnen die Berliner einen Berliner als Krapfen und nicht umgekehrt? Eigentlich nicht. Umso offizieller. Umso inoffizieller. Und hier in Thüringen sind natürlich die Thüringer Rostbratwürste. Und hier ja, also eine ist eine Erfurtgrube. Danke, ihr Berlin ist Christi. Kurz den Vorstandsvorsitzenden von Bonis. Und ich hoffe, euch gefällt diese Sendung, denn auch dieses Jahr 2014 wird es neue Sendungen geben. Von mir zurück ins Studio und wir sehen Schläger. Und wir suchen jetzt Maikäfer. Oh, da ist ja schon ein Maikäfer. Ja, Sie haben gerade gesehen, wie mein Hut entfernt wurde. Wir sind hier exklusiv auf der Brony Muck in München. Sehen uns nächstes Mal bei Brony TV. Das war die Brony Muck in München. Tschüss. Der Reiz. Der Reiz ist in dem Sinn. Jetzt versuchen wir noch weitere Leute zu interviewen. Hier sehen wir den Holzmeister. Der Holzmeister vom Celeste Barbecue richtet schon mal das Holz. Hat sehr gut geschmeckt, ja, alles aufgegessen. Ne? Und ja, jetzt werden wir gleich mit der Party anfangen. Die darf uns nicht fehlen. Und mal schauen bei Blackfish Bar Meetup in Magdeburg. Und heute haben wir einen speziellen Gast. Auf den Haus! Auf höchstem Niveau! Jawohl! Das war das WWO. Ja, wie das neue Traummärchen vom Boni Forum. Marci und Starbucks, unsere beiden Moderatoren. Und diese beiden. Unsere beiden Gläser sind leer. Da stupfen wir drauf an. Ja, und das leere Glas. Wir sahen eine weitere Folge von Boni TV. Jetzt heißt es Aufbruchstimmung. Jetzt geht's nach Hause. Hier ist irgend so ein komischer Typ, den jemand mag. Jawohl! Jetzt sind wir auf dem WWO, dem Winter Wrap-Up 2014. Schaut euch das mal an. Ja, Bronies machen Urlaub und eigentlich ziehen sie um, denn das ist das neue Brony-Dorf. Ja, genau. Komm her. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Hier ein bisschen Werbung. Ja, ich hatte meinen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eine neue Ladung machen. Mit diesen Schlussworten beenden wir diese wunderbare Folge von Favoni TV und wünschen euch noch viel Spaß.
Das war Verbundi TV vom Celestia Barbecue. Der Zug hat euch alle lieb und wir sehen uns bald im Kaffee. An. Aber vorher interviewe ich mal wieder jemanden und zwar diesen netten Herrn hier. Hallo! Mann in Schwarz. Willkommen bei Fabroni TV. Wir sind hier bei der Love Muffin mit Hagi, mit Thamos, mit Kalibai, mit Mars. Willkommen bei Fabroni TV. Jetzt fängt die Party richtig los. Was passiert, wenn wir uns kämpfen? Wir sind jetzt hier vor der Galacon, auf der Galacon und präsentieren eine Box, die sehr mysteriös ist und viele neue Gäste. Der Pancake ist heftig. Auto. Leck und Pfeffer. Oh, willkommen bei Fabroni TV. Wir sind hier, wie Sie live sehen, auf der Galacon 2014. Live bei Start. Hier gibt es bei Zund gibt es was umsonst. Das ist ja eine Premiere. Ja, das ist das Luna Fest 2014 und wir laufen. Stelle ich eigentlich die Frage. Stört es dich, wenn du unterbrochen wirst? Es stört. Wirklich? Nun, auf jeden Fall. Okay, vielen Dank. Willkommen. Sensation. Es ist, wir haben hier Leute, selbst RTL, Pro7 und die ARD haben die nie rangekriegt, ja? Wir sprechen jetzt live hier mit dem Ehefrau von Blues Bartel Rolfina. Ja. Heute mit Fedora und mit echtem T-Shirt ohne TV-Projekt. Ja, das ist die Haas Warming Con Aftershow Party. Es war eine geile Con hier in Holland, die Haas Warming Con. Kannst du uns das bitte demonstrieren? Ponys! Das war leider die falsche Antwort und wir schauen mal hier auf diesem Luna Face 2014. Heute habe ich auch meine Co-Moderatoren dabei und die werden auch einige andere Leute. Das ist doch der burgunde Adler, wie ich, soweit ich weiß. Hier wo machen sich welche anonym, aber das wirkt nicht. Oh! Hier haben wir den bekannten Künstler von der letztjährigen. Gut, weiter geht's mit dem nächsten Tisch. Gehen wir nun weiter zum nächsten Kandidaten. Hermann, du bist heute ja auch zum ersten Mal auf der Broni Muck, habe ich gehört. Ja, klar, Mann. Ja, das ist Fabroni TV, natürlich live hier in Bech auch. Und wenn ich mir so die Tanzfläche anschaue, ich wollte es nur unterstützen und das Ticket war einfach dabei, ne? Eben. Und da dachte ich mir, bevor das wegfällt, fahre ich mal hin, ne? Wir sehen sehr gut, dass hier sehr viel Spaß am Stehen ist und das ist die Tanzfläche. Hier passiert die Action gleich. Wir sind wieder in München bei der Broni Muck. Eine unserer liebsten Locations und hier treffen sich wieder die Bronies. Alles organisiert vom Bronies Bayern e.V. In 10 Minuten passiert die Action. Wir sehen, es ist alles vorbereitet. Bis jetzt habe ich nicht viel von Amsterdam gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war regnerisch. So, kannst du, hat kein Alkohol mehr trinken. Kannst du bitte erklären, was das bedeutet? Ich bin hier ein Fedora-Träger, der das richtig kann. Vielen Dank für das Interview. Wir haben hier schon wieder unser nächstes Opfer. Dieser junge Herr kommt nämlich aus einem deutschsprachigen Land. Aus welchem Land kommst du denn? Kacke aus Deutschland. Wo wirst du denn beim nächsten Mal zu sehen sein? Auf welchem Groß-Event? Dieses Jahr vielleicht noch? Aus Ostdeutschland. Gut, kurz so. So auf Fabroni TV, ne? Und wie lebt Deutschland? Ich weiß, 2014 ist ja das Jahr der Fedora.
Und die war gestern ein zurück ins Studio. Auf der Love Muffin 2.0. Berlin auf der zweiten Love Muffin. Das macht Spaß. Und mal schauen, was wir hier heute noch alles finden werden. Wo ist eigentlich deiner? Ich habe leider noch C, auch bekannt als Johnny Crack. Ne? Nein, Johnny Dash. Johnny Dash. Das ist das nächste, was kommt. Und Jonas, du hast. Keine, also schauen wir mal. Und was ist denn deine Lieblings-Fedora-Farbe? Inhaber dieses Fernsehsenders, Fabroni. Fabroni, was sagen Sie zu dem Event? Ja, also... Ja, auf jeden Denk Fall. An. Auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. Mit Kunden. Das kommt live aus den Bronis bei NV Haufen. Leon, ist das richtig? Ja, genau. Leon, du bist ja auch wieder hier. Das sind hier... Handelt es sich um Brownies, die aus Österreich kommen. Wir haben uns dann irgendwann überlegt, dass wir... Favorit TV. Zuschauerschaft, ne? Das ist... Und das ist wieder ein super Schmankerl. Have you guys seen my Joy Boy? Wir haben sehr viel Spaß, so wie auch die letzten 5 Jahre davor. Das war die Galacon 2014. Und wir sehen uns nächstes Jahr, ne? Mal schauen, wie das aussehen. Why am I here? Yes, yeah, right. Gut, wie findest du die B-Situation auf der Love Muffin? Ja, gut. Finde ich jetzt nicht. Gut, vielen Dank. Wo arbeitest du denn? Bei der Kartoffelschneiderei, oder? Nein. Ach, du bist doch der Metzger. Oh, da, unser Organisator. Komm, wir gehen. Azra, willkommen bei einer weiteren Folge von Fabroni TV. Heute sind wir auf dem Sommerzeltlager von Bronis Thüringen e.V. Jawohl, hier weiter, ne? Hier haben wir eine wahre Ikone des Lunafest, unseren besten. Ja. Und hat ein komplett neues Equipment gekauft. Mit Gon und euch beiden was ist zu uns? Die Frage ist. Das ist der nette Mann, der da steht. Wir fragen mal einen anderen Herren, ob er weiß, was. Unter anderem diesen Furry-Stab hier. Der ist wunderbar. Auf den freue ich mich schon die ganze Zeit. Und ja, mal schauen, wem ich das unter die Nase reibe. Daran nicht denken, man muss einfach nur sehen, er hat das Schaum. Findest du das interessant? Wie weit ein Ruf sich verbreiten kann, obwohl man ihn vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Also jeden, weil er selber... Hallo Muffin, wie geht's dir so und wenn ja, warum? Wie findest du diesen Job und wirst du gut bezahlt? Ich werde natürlich in Buttons bezahlt, wie man hier sieht, Buttons pro Stunde. Live auf dem WC von Lunafest TV. So, wir schauen jetzt mal, wie die Wasserqualität ist mit Fabroni TV. Ich bin hier auf dem Münchner Berg. Auf dem Münchner Berg, das ist ein Berg, der hier in der Nähe des Bronis Bayern e.V. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht mit dem neuen Mikro, mit Zund und natürlich auch mit mir, den Gästen und die vielen Muffins. Dafür bedanke ich mich für die ganzen Minuten, die ihr für mich investiert habt auf bronis.de. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder Udo? In der Tat. Mal. Ist mir auch die Scheiße vom Arsch? Dir? Ja? Nee, du bist ja kein Gast. Was ist, wenn ich... Diese Flagge, die gehört ja dem Bronis Bayern e.V., wie man hier deutlich lesen kann. Kreiert von einem unseren Tenochriesen und die haben die gebaut. Ja, und dann sehen Sie... Das wollen wir und... Vizepräsident Zwielichtfunkel, der leider gerade hinter Fabroni steht. Oder doch die Österreich. Hierbei geht es natürlich nicht ums Gewinnen an sich. Immerhin sind wir eine Gemeinschaft, die auch länderübergreifend funktioniert. Originalrohr aus dem 18. Jahrhundert und niemand weiß, wo das Rohr endet. Er ist bekannt geworden durch den Herrn Lohrer. Der ist einmal reingefallen und seitdem heißt er so. Mal schauen, wo wir nächstes Mal sein werden. Danke fürs Zuschauen und my ladies, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Fabroni.
Horsewoman Con. I love it, really. I wish it was more than one day. I mean, there's the Eve yesterday, but... Dicke Fledermäuse. Und es ist wirklich sehr faszinierend. Hier auch dabei waren. Und nächstes Mal sehen wir uns wieder. Euer Fabroni. Erich, du bist ja auch ein Mitglied des Brunis Bayern e.V. Ja. Brownies und komischen Mikrofonen mit grauen Puschelschwänzen. Das gibt's nur hier bei Fabroni TV. Wir sind hier. Tradition, so. Yeah, it was the first. And do you know how many people came to this convention? I have no. Das ist ja auf Fabroni TV, das geht gar nicht. Na? Also, wir haben ja hier diesen RTL-Anspruch. Und wir müssen denen ja auch gerecht werden. Dann ist, dass du eine Chefin bist, und zwar die des Brunis Hamburg-Holstein e.V. Wie kam es dazu? Das weiß ich gar nicht. Aber wir machen es einfach. Und warum? Weil wir Spaß dran haben. Okay, let's go. So, from me, the, who isn't from Amsterdam, what do you think should a tourist definitely see here in Amsterdam? Das ist voll Kawaii. Unter anderem euer Lieblings-Fabroni-TV-Moderator Fabroni. Ich wurde leider vergewaltigt mit einem Lippenstift. So. Olivia so. Ronald Weasley. It's Olivia so. I'm going to punch you. Sammy. Semi-Styler. Sammy. Sammy. Ah, Sammy-Styler. Gut, Sammy-Styler. Nachdem du nun auch Zund kennengelernt hast. Die Synchronisation und kleinere Videoprojekte. Aber mehr ist es inzwischen auch nicht, und ich glaube auch nicht, dass ich in den professionellen Bereich reingehe, weil da müsste man dann Ausbildungen machen etc. Und da für dieses Interview. Vielen Dank. Deutsche bla bla. Before, what do you think should I definitely see here in this region? That's kind of a difficult question actually. Erik ist einer der Organisatoren dieses Events. Und ich sag jetzt einfach mal so, wie schmeckt dir das Essen? Eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Fabroni TV. Dieses Mal, wie ihr bemerkt habt, mit niegelnagelneuem Equipment. Und wunderschön, ne? 2024 und wir freuen uns alle, dass wir hier sind. Wir haben ja 2014. Du hältst deinen Mund und jetzt ich. Ich habe hier genauso viel zu sagen wie du. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Fabroni. Herzlich willkommen zur Abschiedsfolge von Fabroni TV. Herzlich willkommen, liebes Videopublikum. Ich bin nicht Fabroni und ich bin hier mit AC Restless. Guten Morgen bei Sund TV. Ich muss leider die schlechte Nachricht überbringen. Fabroni TV wird abgesetzt. Aber ich denke, der Zund kriegt es auch irgendwie gebacken. Wir werden sehen, was rauskommt. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal. Und es gibt einen Applaus ohne Ende. Und willkommen zur letzten Folge von Fabroni TV mit eurem Moderator nicht Fabroni und auch nicht Fabroni. Hey! Wie findest du es? Aber ich möchte deine Meinung nicht beeinflussen. Was hältst du davon von der Tatsache, dass ich jetzt Fabroni TV übernehme? Ich hatte zwar jetzt keinen Plan, wo die anderen stehen geblieben waren. Aber auf jeden Fall, wir befinden uns hier da, wo in Deutschland die falschen Entscheidungen getroffen werden, mitten in Berlin. Und hier habe ich drin. Lügen Fabo. Sund ist doof. Lügen Fabo. Herzlichen Dank. Hier bei Fabroni TV, Sonderausgabe. Willst du dann bei mir einen trinken? Na klar doch, Hagi. Wenn du die Preise mal angemessen hältst. Die Preise mag nicht ich, die Preise macht Blacky. Dafür kann ich nichts. Ja, ist klar. Ja, Udo. Der Bühne der verlassenen Brony Fair. Und warten, bis es losgeht. Right. Yeah, that's what I was gonna say.
Ja, hier, Fabroni, Zund, macht, was ihr immer macht und Zund verkauft deine Dinge richtig, wie immer. Yeah, ice cream is one of my favorites because whenever I was a kid... Mensch, wo bist denn du? Komm mal... Oh! Er ist jetzt auch im Bunnyville! Schade, wo ist denn nur Fabroni? Ich sehe ihn nicht. Na egal, wir sind auf der Brony-Fair und haben noch riesig viel Spaß. Bunnyville ist so toll! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, es ist so toll hier und schade, dass... Auf der Brony-Fair, endlich. Lange mussten wir darauf warten, dass die Brony-Fair endlich stattfindet. Verschoben wurde sie, sozusagen auch abgesagt, aber endlich findet sie statt. Und hoch, was ist das denn? Das ist ja der offizielle typisch Zund. Gestern und heute hat er nämlich sehr viel geleistet in Bezug auf sein Verkaufstalent, aber auch was seine Kameratätigkeit angeht. Er hat heute sehr viel gearbeitet und vor allem die Kamera Bronies.de Infostand. Jawohl, Bronies.de hat auch einen Infostand auf der Brony Fair. Was gibt es hier zu kaufen? Hier gibt es T-Shirts, hier gibt es Tassen, natürlich auch Buttons, das ist klar. Und Visitenkarten gibt es sogar umsonst. Ja, das hat noch nicht einmal Zund. Aber gut, genug der Eigenwerbung. Wir werden mal schauen, was ist hier noch alles. Vielen Dank, ihr sei. Herzlich willkommen, liebes Videopublikum, zur leider letzten Folge von Brony TV. Dash Linux, Linux, was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen, lieber Fabroni? Dash Linux, du bist ja auch heute hier auf der Brony Fair und du hast sogar ein Panel. Um was geht's da? Leider letzten Folge von Brony TV. Ja, alle guten Dinge müssen irgendwann mal enden. Alles kommt irgendwann mal zu einem Ende. Wie ich. Okay. Aber nur dank Fabroni TV. Also ich habe jetzt mal auf mein Video geschaut, aber da finde ich nichts. Also nee, da findest du nichts, du musst auf YouTube schauen. Ah, auf Clipfish? Nein, auf YouTube. Auf LTO? Genau, auf YouTube. Aha. Eine allerletzte Frage, Dash Linux. Es gibt hier nichts weiteres zu sehen. Löschen Sie Ihr YouTube-Konto, deabonnieren Sie YouTube, deinstallieren Sie Ihren Rechner, geben Sie in die Abwehr rückwärts einbringen, Einrichtungen wie Wertstoffhof, schmeißen Sie aus dem... Gemeinsam das Lied mit den 6mm, wir sind die 6 von der Müllabfuhr. Ja, Müllabfuhr, bitte. Müllabfuhr. Hallo, du bist doch der Evangelion, oder? Ja, das ist richtig. Ist es richtig, dass du einer der Orgas bist, der... Ich noch liebe Grüße sagen, weil Fabroni eigentlich schon so ein Lieber ist. Und den mag ich eigentlich schon gerne. Also, Fabroni, wenn du das hier siehst, ich hab dich echt gern. Bleib wie du bist, denn so bist du am besten. Danke. Hi. Ja, wir machen so eine Fair und da machen wir auch Sport, denn das mögen die Bronies. Lustige Spiele in Sportform. Ja, ich sag mal so, du gehst auf normales Meetup oder so und du hast ja Singing is Magic, du hast Fighting is Magic, nee, My Little Karaoke, ich bring das immer durcheinander. Ist in Ordnung. Und wie gefällt es dir eigentlich auf der Brony Fair? Gut. Sehr gut. Schmeckt's gut? Sehr gut. Du weißt, wie der Spruch geht. Nein. Schade. Lieber Sai, würdest du mir die Ehre erweisen, mich zum glücklichsten Brony dieses Tages zu machen? Bitte sprich mit mir. Ich darf dich aber nicht mehr zum TeamSpeak-Administrator ernennen. Es tut mir leid. Wir teilen dasselbe Schicksal. Ja, wir sind verdammt. Fabroni TV ist ein Projekt, das zukunftsführend ist. Und dementsprechend, um auch wirklich in die Zukunft zu denken, muss man zielgruppenorientiert arbeiten. Ja. Und was ist denn zielgruppenorientierter als... Fabroni TV mit eurem Moderator Nicht-Fabroni und auch Nicht-Fabroni. Hey, geht's gut? Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sie es ganz ungeniert. Ja. Du bist Helfer, warum hängst du eigentlich hier vor der Kamera bei Zund rum? Tja. Warum arbeitest du nicht? Schnelle Lichtbogengeschwindigkeit 94. Ja. Wie schmeckt's? Schmeckt gut. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Was hattest du? Pommes mit Burger, oder? Ja, natürlich. Pommes mit Burger. Sehr schön. Ja. Alles klar. Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und als ich erwartet habe. Na, das ist aber schön. Danke. Das ist mein... Auf der, wie heißt es mal, Brony Fair? Galakon soll geil werden, habe ich gehört. Nee, Brony Fair ist ja jetzt erst. Wie findest du es? Ja, Galakon ist immer wieder ein Spektakel. Brony Fair, bitte. Jungs, warum hast du so ein langes Kabel dabei und warum bist du so traurig trotzdem? Das Gesichtsziel war letzte Folge von Brony TV. Ja, das ist sehr schade. Was hältst du davon, von der Tatsache, dass ich jetzt Brony TV übernehme? Sehr traurig, leider.
Ja. Wenn ich daraus wird nun leider nichts, denn ich habe eine viel zu hohe Gage gefordert laut Zund, obwohl die alljährliche Gehaltserhöhung eigentlich Standard war. Ja, das ist richtig schade, weil dadurch ja das gesamte Konzept quasi zusammengebrochen ist. Nein, ich übernehme Fabroni TV. Das bleibt beim alten Namen, also quasi es schmeckt genauso gut, bloß eben leider ohne Fabroni. Das kannst du dem nicht antun. Das ist eine Ikone. Ja, Das wäre Raubguck. Nein, nein, das geht nicht. Du kannst nicht das Original. Das ist ein Plagiat. Ja, man muss halt. Und das ist eine Beleidigung des Namens. Schöner Marlon, wie schmecken dir Gurken? Schmeckt gut. Das ist einfach so ein Ding. Fabroni isst keine Gurken auf seinen Spaghettis. Und der isst keine Gurken auf seinen Spaghetti. Da denke ich mir einfach. Machen, was er will. Keine Spaghetti mit Gurken essen. Es war eigentlich schon alles geplant. Und jetzt kommt Zund und sagt tatsächlich, dass er Fabroni TV einstellt. Und ich bin arbeitslos und habe nur noch das Forum und meine Millionen auf dem Konto. Schlappi. Aber wo Millionen auf dem Konto, wie lief der Verkauf vom offiziellen TV aufgrund des begrenzten Kabelabstands? Ich hoffe mal, es wird weiterhin eine tolle Zukunft geben für Fabroni TV. Wenn nicht, werden wir doch jemand anderes finden oder doch eine Cherry Tree Auktion machen mit Apfelbäumen, weil Kirschbäume sind teurer. Mama, habt ihr eine Macke oder so? Alter, und Zund ist so kamerageil heute, denn er hat mich heute eigentlich hintergangen. Er hat heute andere Moderatoren. Haben Sie sich dann die Hände gewaschen? Ja, hab ich. Mich von meinen Sünden reingewaschen sozusagen. Und es macht schon Spaß, Scheiße zu bauen. Ja, es macht sehr viel Spaß. Gut. Wie ist denn dein neuer Fake-Account? Das sag ich nicht, das müssen Sie herausfinden. Kann auch sein, dass das heute die letzte Folge Fabroni TV sein wird. Aber das werden wir noch diskutieren. So. Nein, das war dann. Kannst du für unsere Zuschauer in die Kamera, in Richtung Kamera schauen? Guck mal, wie schön. Schau. Das ist Wahnsinn. Und zwar soll diese Folge Fabroni TV die letzte sein. Marlon, du bist ja heute auch irgendwo erhalten. Lügen, Fabo. Zund ist doof. So wie Fabroni TV auch gut ist. Und da spielt jemand an einem Ohr rum. Irgend so ein, keine Ahnung, wer das ist. Um so ein ernstes Thema wie die letzte Folge von Fabroni TV geht. Ich vertraue Zund. Ja. Es ist eine Verschwörung gegen das deutsche Bronitum. Ich dachte, sie seien selber zurückgetreten. Was ist da an den Gerüchten dran? Genau das meine ich. Nichts ist dran. Das heißt ja von Fabroni TV, die es dann auch weitergeben wird. Ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Doch alle anderen. Ja, wir freuen uns alle. Bin ich als Händler da? Ja, mal gucken. Jetzt nennen wir das Ganze erstmal um in Galakon TV. Und Bahn. Skarschenbahn. No, there's no. Skarschenbahn. Straßenbahn. Grandenbahn. Als Moderator von Fabroni TV zur Verfügung stehen. Notfalls auch ohne Zund. Und wenn es das Letzte ist, was ich nicht tue. Was halten Sie denn davon, dass es neben Fabroni TV auch noch andere Formate wie Galakon TV oder Zund TV geben wird? Galakon TV weiß ich nicht, da bin ich skeptisch. Zund TV, also ohne Fabroni TV kann das nichts werden. Dafür kann ich sagen, Formate wie Zwielicht TV sind durchaus zu empfehlen. Das heißt, ich bin nicht grundsätzlich gegen Konkurrenz, nur gegen irgendwelche Drogen. So, das war meine Bewerbung für Fabroni TV und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bei was auch immer ihr macht. Brohof. Ja, das war die Brony Fair. Nun neigt sie sich dem Ende zu, genauso wie diese wunderschöne Folge von Fabroni TV, die letzte. Und es war sehr schön, ja, es war geil. Wir haben viel erlebt, wir haben viel gesehen, wir haben viel gelacht, wir haben viel geweint. Und wir hatten viel Spaß vor und hinter der Kamera. Noch ein paar letzte Worte zu Fabroni TV an sich. Ich möchte hiermit meinen Nachfolger bekannt geben. Und der Nachfolger von Fabroni TV wird sein. Fabroni wird einen sehr guten Job machen bei der Produktion von Fabroni TV. Ich hoffe, er wird genauso gut sein wie ich. Mal schauen, wie sich Fabroni geschlagen gibt. Und ich drücke Ihnen die Daumen. So, das war's wieder von Fabroni TV. Mein Name ist Fabroni und wir sehen uns Fabroni.
understand. What did I do? Something today that's never been done before. Something even a great unicorn like Star Swirl appeared in was not able to do. Einen großen Applaus für Fabroni!